Hallo und willkommen zurück zu Omega Quintet. Wir sind hier schon mal in der Wüste, wo dann die Hauptmission auf uns wartet. Und ich habe auch schon einen Weg vorbereitet, der uns auf die andere Seite führt. Und zwar ist jetzt... ach, hier bin ich verkehrt. Ich war ja schon da. Kanadeko ist jetzt endlich stark genug geworden, hier Sachen umzuwerfen. Und wo war es jetzt? Da, genau, da war der Stamm. Den konnte man, oder dieses Brett, das konnte man umwerfen. Kommt man auf die andere Seite. Und dann gibt es hier irgendwo ein Ausrufezeichen. Da oben. Und ich gehe mal schwer von einem Kampf aus. Nene redet sich gerade mal wieder über um Kopf und Kragen. Otoa war einfach gut drauf. Kana wollte wissen, wieso. Nö, gibt da für keinen besonderen Grund. Und das findet, das macht Nene dann schon wieder Angst. Aber darauf angesprochen sagt sie natürlich nein. Sie wollte ja nicht behaupten, dass Otoa in irgendeiner Form gefährlich, angsteinflößend, gruselig oder irgendwas dergleichen wäre. Aria meint es doch gut, ehrliche Freude auszustrahlen. そうだよね。私別にお菓子くないよね。なんで無言で目をそらすの？相変わらず騒がしいな。たるんでいますね。まだ仕事の最中だというのに。またお前はすぐそういうことを。マネージャーなら注意してください。あのような浮かれた態度では、乙葉さん自身の身に危険が及びます。そりゃそうだけど。ん？もしかして心配してるのか？ Ermahnt, taggt gerade nochmal auf die anderen einzuwirken, dass sie nicht einfach so nachlassen sollen, also dass sie ja quasi vernünftig weiterarbeiten sollen und nicht so lax umgehen sollen mit ihrer Arbeit. Weil das könnte ja sonst auch zu einer Gefahr werden. Und da fragt sich Takt gerade, ob Kyoka eventuell sich Sorgen um Motor macht. Kyoka ist aber nicht bereit zuzugeben, dass ihr etwas an Otoa liegt. Sie schiebt das jetzt einfach auf die Bevölkerung, dass es der ja schlechter gehen würde, wenn wir auf einmal nur noch 4 Verse Maidens sind. Und Nene wundert sich gerade über Kyokas rotes Gesicht und fragt sich, ob eventuell sie von Takt sexuell belästigt wurde. お前に手を出したらどんな目に合わされるかわからないだろう。ああ、そういう意味ですか。当然です。セクハラなんてハレンジなまね許されることじゃありません。お前もだけど、お前の師匠がな。今の言葉の裏を取ると、したいけれど我慢している。 Takt sagte gerade noch, dass er Kyoka auf keinen Fall anfassen würde, denn sonst wäre er ja, würde es ja sein Ende bedeuten, wir erinnern uns ja noch an die
Szene mit Chiori. Und Kyoka meinte auch, solch ein Verhalten würde völlig intolerabel sein. Aber Aria erkennt aus Takts Worten, dass er schon wohl gerne möchte, aber sich aus bestimmten Gründen halt zurückhält. Ja, Otoa ist nicht von dieser Welt. Kyoka, möchtest du eigentlich, dass Takt dich sexuell belästigt? Ja, es klang halt so ein bisschen so, meinten die, dass Kyoka vielleicht doch Interesse hätte, aber sie streitet es vehement ab und sie sagt noch, dass die beiden hier nicht von sich auf andere schließen sollen. Ja gut, ob wir tatsächlich in guter Verfassung sind, um diesen Kampf zu bestreiten, werden wir noch sehen, denn es gab eine kleine Änderung. Naja, wir schauen erstmal, wie stark das Monster denn so ist. Ach so, die sind gar nicht so schlimm, das ist jetzt kein dickes Bossmonster. Dann könnten wir es hinkriegen. Achtet mal unten auf die Aktionsleiste, also beziehungsweise die Anzahl der Aktionen. Da haben Kyoka und Kana jetzt nur noch eine Aktion. Und ich habe mal einen Waffenwechsel vorgenommen. Aber nicht bei allen fünf, das wäre jetzt ein bisschen zu heftig, sondern ich dachte vielleicht bei zwei, wenn Kana und Kyoka mal ihre Waffe tauschen, dann könnten sie ein bisschen den Skill in einer anderen Waffe verbessern und dadurch Skillpunkte bekommen. So ein Level-Up bringt ja relativ wenig Skillpunkte. Und die Waffenfähigkeit zu verbessern bringt relativ viel Skillpunkte. Ich hoffe auch bei der Zweitwaffe dann. Jo, was machen wir hier? Ich würde sagen, so, wir haben Voltage 0, aber trotzdem machen wir direkt mal Harmoniekette. Und machen einen Dicken da hinten vielleicht schon mal weg. Falls wir es denn schaffen. Ich weiß ja nicht, welche Kombo-Skills jetzt überhaupt noch wirken. Aber doch noch einige. Boah, der Cosmic Fan geht sogar noch. Schön. Achso, genau, das sind ja auch E-Skills und also Elementar-Skills und keine Waffen-Skills. Das ist ja egal, wenn ich die Waffe gewechselt habe. Dann nehmen wir den. Oder wir könnten auch den Kleinkram vorne wegmachen, aber... Ach, schwierig. Wir nehmen den. So, was geht sonst noch? Nichts mehr. Schade. Wieso eigentlich nicht? Ja, wieso? Ach so, weil Kana nur eine Aktion hatte und Kyoka nur eine Aktion hatte, natürlich. Dann muss ich doch das Kropfzeug vorne wegnehmen. Schaffen wir nicht so viel.
Oh, das ist aber wenig Schaden. Achso, es geht dann noch weiter. Okay, dann wird die schon mal los. Und wir haben einen guten Voltage-Level. Ich glaube, Kana und Kyoka können auch gemeinsam so einen super Angriff machen. Genau. Tragödie. Ist nur gegen ein Vieh, aber besser als nix, ne? Obwohl. Vielleicht sollte ich doch auf dem Overkill hinarbeiten, bei den Bossmonstern zumindest. Haben wir nichts. Aber normal an. Das mit dem einen Angriff hat natürlich auch den Vorteil, dass sie jetzt schnell wieder sich eingruppieren mit den anderen Mädels und wir dann wieder eine Harmonie-Chain bilden können. Und zwar jetzt. War ein Netzwerk weggegangen oder so, ja. Ja, das war's dann auch. Aber ich denke, noch normale Angriffe reichen mir jetzt auch.
Diesmal war ich mal schnell genug. Auch wenn der Angriff jetzt sehr überraschend kam. Müssen wir jetzt platt kriegen. Ich glaube, dieses Twilight Horn war dann das Rare Loot. Ne, das Overkill Loot. Ich will nochmal eben in diese Monsterliste reingucken, ob das Monster da drin steht. Es müssen ja auf jeden Fall zwei Monster untereinander sein. So ähnliche Viecher hatten wir schon mal. Ah ne, die sind das aber gar nicht. Nee, kann auch sein, dass diese Spezialmonster hier gar nicht drinstehen. Dann sehen wir gleich im Büro mal, ob das sich gelohnt hat. Okay. Achso, können wir hier direkt. Ach, hier ist noch eine neue Quest. Was war denn das noch? Hatte ich irgendwann zwischendurch wohl mal angenommen. Irgend so einen Move müssen wir noch machen. Scheiße. Was denn für ein Move? Harmonie. Skills. Hm.
Ach so. Warte mal, wer konnte das? Egal. Das kriegen wir hin. Müssen wir nur jetzt eben machen. Beziehungsweise eben kurz ins Büro, aber Quest noch nicht abgeben. Jetzt sind wir geheilt. Eben gucken, dass die Quest noch da ist. Ja. Ja, gehen wir dahin, wo wir gerade waren. Nicht diese Fische, aber... Die Wölfe oder so, die müssten noch nicht schlecht sein dafür. Wir brauchen jetzt aber Voltage 2. Kann sein, dass wir den Wolf vorher umhauen, bevor wir das erreicht haben. Ja, das schaffen wir so nicht. Können wir auch abhauen. Ich brauche mehr Gegner. Nee, reicht nicht. Brauchen mehr Gegner. Ich könnte auch ins Trainingslager gehen. Das ist besser. ここは俺が。 So, jetzt haben wir gleich Voltage 2. Dieser Angriff noch. So, Harmonie. Und jetzt müssen wir doch eigentlich auf den Skill-Harmonie machen können. Achso, der ist mit Aria und Otoa, alles klar. Und wirkt nur gegen einzelnes Vieh, ist aber nicht schlimm. Noch irgendwie so einen Flächenangriff, dass das andere Vieh da auch stirbt. Flächen haben wir nicht mehr da, das macht aber nichts. So, das war's jetzt. Ich
Super. Wo muss ich lang? Gerade diese Quest Show Me a Skill sorgen ja immer dafür, dass wir bessere Fähigkeiten bekommen. Das ist ganz wichtig. Dowsing, also löschen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, von wem das die Fähigkeit war. Auf jeden Fall können wir jetzt wieder entweder mehr Gegenstände sammeln oder bessere andere Gebiete betreten oder sowas in der Richtung. Gut, erstmal schauen, ob sich hier was getan hat. Dann können wir gleich die Mission abgeben. Und dann muss ja was passieren. Ist mir fast zu schnell, wie ich mich hier, wie ich hier lang renne. Beziehungsweise wie ich hier lang rennen kann. Kann ich das bremsen? Nee. Ich kann es natürlich im Menü umstellen und sagen, nur wenn ich L1 drücke, soll ich rennen. Ach genau, ich wollte gucken, dieses Boot, ob das was Besonderes ist. Mal eben bei Disassembly gucken. Nee, also drei besondere Sachen haben wir schon mal gefunden. Das sieht man daran, dass sie ganz viel EP bringen. Aber das, was ich jetzt gerade da gelootet habe, war... Was war das noch? Ach, ich weiß es nicht mehr. Ich muss ja irgendwas sagen, was ich zweimal habe. Vielleicht habe ich es auch öfter. Nee, keine Ahnung. Weiß nicht, ob sich der Overkill jetzt gelohnt hat. Ist auch egal. Wir geben jetzt einfach die Mission ab. Wir haben den Job ganz ohne Probleme gelöst und auf Ayumi sind wir jetzt schon, oder für Ayumi sind wir jetzt schon richtige Veteranen. はあ、あなたにだけはうざいだのなんだの言われたくないわね。散々迷惑かけといてどの口が言うわけ？私があなたに迷惑を？何を言っているの？ついにボケが始まったかしら。ほう、そう
Shiori und Momoka fetzen sich gerade, aber was dabei eben auch auffällt, dass Shiori sich an die Sachen, die passiert sind, als sie betrunken war, gar nicht mehr so erinnern kann. Sie streitet das jetzt ja alles ab und das, ich glaube, sie weiß das auch selber gar nicht mehr, dass sie halt geweint hat und dass sie Momoka angepackt hat und geflennt hat, ja, Kyoka hasst mich und so weiter. Aber es ist natürlich auch mies von Momoka, das jetzt nochmal wieder auf den Tisch zu bringen. Und Takt soll das Ganze jetzt bezeugen, aber er ziert sich, was auch richtig so ist, da sollte man eigentlich gar nichts drüber sagen. あなた、身内だからって適当なこと言ったら、ただじゃおかないわよ。ああ、その… 若い子に絡んでるんじゃないわよ、みっともない。この二人は気にしなくていいから、今日はみんな、ゆっくり休んでちょうだい。ああ、それじゃあ、そうさせてもらいます。なあ、こら、勝手に行くんじゃないわよ。待ちなさい。教科の先生って意外と面白いね。以前は決してあんな姿は見せなかったのに。 Kana findet Shiori ganz lustig und Kyoka merkt an, dass Shiori früher aber nicht so war. Das ist genau der richtige Weg, dass wir jetzt alle einfach weggehen, dann können die beiden sich in Ruhe weiter streiten, aber da habe ich auch keine Lust mehr, das immer anzuhören. Ach, mein Gott, nee. Ich wollte da eigentlich nicht drüber laufen. Ich hoffe, da habe ich jetzt nicht eine andere Mission ausgelassen. Wir gucken uns das mal an, das Gespräch jetzt, und ich werde dann gleich den Kampf von gerade nochmal wiederholen, nur um zu sehen, ob ich irgendwelche Gespräche dann hier verpasse, dadurch, dass ich erst hier auf das goldene Ausrufezeichen gegangen bin. あら、何か用事かしら？いや、通りがかったから声かけただけだけど。そう。嫌だったか？何がかしら？俺に声をかけられるの。そんなことはないわ。その程度には気に留めてくれているというのは悪い気は しないわ。その程度にはって声かけるくらい普通だろ。普通のことなのね。覚えておくわ。相変わらずだな。一応気にかけてはいるんだぞ。お前もいろいろ大変だし。大変？私が？なぜ？ Wir haben Aria begrüßt. Aria wundert sich, dass wir ihr so viel Aufmerksamkeit widmen, aber Hallo zu sagen ist doch ganz normal. Dann bemerken wir noch, dass Aria ja auch schwere Zeiten durchmacht und sie wundert sich, warum denn schwere Zeiten? Für sie ist das ja alles ganz normal. なぜって療養中だったのに急に復帰させられて、それからずっと慌ただしかっただろう。コンサートやら何やら。確かに考えてみると。
Und wenn sich Aria ihre Situation jetzt genau überlegt, meint sie, dass sie da hineingedrängt wurde, ohne dass sie jemals ihre Zustimmung gegeben hätte, ist jetzt auf einmal Materialistin geworden und hier mit den anderen zusammen. Toge no aru iikata da na. So kikoeru no wa ushirometai kimochi ga aru kara to omowaseburi na koto o itte mitari. Ma, tashou wa na. Ore ga warui wake janai kedo sa. Waruku wa nakatta wa. Hm? Koko saikin no dekigoto.悪くはなかったと思うわ。本当か？とてもそうは見えないんだが。表情で伝えられない。もどかしさ。ね。悪くなかった。にゃん。これなら伝わるかしら。反応に困るな。ま、今更だけどあんまり無理はするなよ。 平気よ。体はピンピンしているもの。頭の方は？ご覧の通り。ね。そうか。哀れんでくれているのかしら？ Arias Körper ist vollkommen in Schuss, sagt sie. Und wie ist ihr Geisteszustand? Tja, wie man sieht halt. Und dann will sie noch wissen, ob wir Mitleid für sie empfinden. そんなんじゃないさ。そもそも以前のお前がどうだったかも知らないし。そうね。周りからはどう思われているやら。 Takt empfindet aber jetzt kein Mitleid, weil er auch nicht weiß, wie Aria halt vorher war, bevor sie von Blair befallen wurde. 俺も昔は違ったのかな。俺も昔ビープにちょっとな。 子供の頃だからほとんど覚えてないけど。 Aha. Takt hatte also auch mal ein Blair-Erlebnis als Kind. Kann sich aber nicht mehr dran erinnern. Und war vielleicht früher auch mal anders als jetzt. Kyōmiga aru wa? Kuwashiku kikasete moraeru? だからほとんど覚えてないんだよ。なんとなく、オトハが助けてくれたのかなって気はするんだけど。 Und Takt glaubt, dass damals Otoha ihn gerettet hat. Ach so, ist das. Haben wir so eine Szene mal gesehen? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Shigoku. Aimai ne. Sore de. Anata wa. Heiki datta. No? Ma, kouして ikiteru kurai dakara na. Dadurch hat Takt dann auf jeden Fall überlebt, aber Aria will wissen, ob er sich seitdem auch seltsam verhält. Takt ist immer noch der Ansicht, dass er ganz logisch denkt und dass alles in Ordnung ist. なんで残念そうな顔をする?いいえ、そんなはずはない。きっとおかしくなっているわ。間違いない。 Aria ist sich ganz sicher, dass Takt seltsam geworden sein muss. Es kann da keine andere Möglichkeit geben. きっとなのか間違いないのかはっきりしろ。 Denn ansonsten gäbe es keine Erklärung dafür. Ich weiß jetzt nicht genau, was Aria meint. お前の言葉の方がよっぽど難しいぞ。いつか分かってもらえると期待しているわ。Es hat jedenfalls was mit Sympathie zu tun und Aria hofft, dass Takt es eines Tages verstehen wird. Dio. なんか
いつも以上におかしかったか？あいつ。Genau, Aria war heute noch seltsamer als sonst schon. Gut, für diese Folge mache ich Schluss und ich guck mal, ob ich irgendwelche Events verpasst habe durch das goldene Symbol. Und ich werde auch mal hier in der Datenbank abstellen, nicht in der Datenbank, in der Konfiguration abstellen, dass ich ständig renne. Wenn ich im Büro renne, ist das schlecht. Also gut, wir sehen uns dann. Tschüss.